Hallihallo zu einem neuen Video. Ja, ich möchte euch was zeigen. Und zwar, erstens, es fängt an zu blühen. Sieht man? Ja, ne? Da fängt es an, da. Da ist quasi ein Gänseblümchen. Ein Gänseblümchen ist es nicht, aber ja. So langsam fängt es an. Da kommt was, da kommt was. Da hinten kommt was. Hier, schöne Knospe. Jetzt fängt es langsam an. Und da ist was. Und was das ist. Nicht Himbeeren. Johannisbeeren, glaube ich, ne? Sind das? Aber eigentlich habe ich euch wegen was anderes angemacht. Und zwar bin ich jetzt gerade dabei, da hinten die Kohlrabi zu pflanzen. Ist vielleicht ein bisschen spät. Wir gucken mal, was daraus wird. Hier habe ich schon mal ein paar Stängel hingesetzt. Ich dachte, dass der sich da hinschlängelt. Das müsste man dann nochmal ein bisschen umändern. Ich habe die jetzt nur rangesteckt, ohne irgendwie, ne, anzubinden oder so. Den hier müsste man auch nochmal ein bisschen daran umwickeln oder so. Wahrscheinlich müsste man den, ne, halt, weiß jetzt, anbinden. Ich habe mir gedacht, eigentlich können die sich ja so hochrangeln. Ja, da ist die Himbeere. Da habe ich halt durchgegrubbert. Mechanische Unkrautbekämpfung. Einmal durchgegrubbert. Der Salat, der kommt ganz gut. Ja. Paprika und irgendwie eine ein scharfes Zeug. Eine Chili ist da mit bei. Hier die Erdbeeren werden schon, ich weiß, ich glaube, die sollte man ein bisschen irgendwie mit Heu untermachen oder so. Heu mit Stroh. Hier ist auch schon eine rote. Ja, die sollte man, ja. Wie gesagt, wir sind keine Profis da drin. Aber gegrubbert habe ich hiermit. Habe ich gekauft. Von Carena. Gardena. Ne, mit so einem Krummer, das ging eigentlich ganz gut. Brauchte man jetzt nicht jeden oder so. Ich habe wirklich nur durchgegrubbert. Beim nächsten Mal kann ich das euch nochmal zeigen. Hier hinten habe ich jetzt nicht gegrubbert, weil so viel Unkraut ist er noch nicht. Wo kein Unkraut ist, brauchen wir auch nichts machen. Ne? Gucken wir mal, wie gut das geht. Entweder schießt das jetzt noch schneller hoch. Aber ja, so ist halt Bio-Anbau. Ohne zu spritzen und ohne zu großartig zu jäten, weil Landwirte machen das nicht. Da geht es gleich bei weiter. Ne? Also ich habe da jetzt so ca. 30 cm auseinander. Seht ihr das denn so? Ja, 30 cm so auseinander. Und jetzt habe ich einfach nur da, wo die Pflanzen hinkommen, 25 cm so ca. Abstand. Die sollen, glaube ich, 5 bis, also 0,5 bis, also halben Zentimeter bis 1 cm eingepflanzt werden. Ja, das sind ja unsere Kürbisse, die machen sich auch. Ja, wir haben ja den Rasensprenger fast täglich jetzt an, so ungefähr 3 Stunden. Hier ist ja diese andere Zucchini-Pflanze, naja, ich glaube, die wird nichts mehr. Aber dafür die andere hier hinten, ja, wie man sieht, die blüht. Auch hier war ich mit dem Grubber ein bisschen umgegangen, da nicht, weil da ist noch nicht so viel und ich weiß auch nicht, ja, da kommen keine Kürbisse. Das ist die einzige Pflanze, die jetzt, ja, gehalten hat. Mal sehen, ob das was wird oder nicht. Und das da ist halt Humuserde. Ah ja, und da drüben habe ich jetzt, mein Bruder hatte schon Saat, also Rasensaat, da habe ich jetzt einmal mal probiert, mit dem Grubber durchzugrubbern. Das geht sogar relativ gut. Und ja, ich habe das aber jetzt nur mit der Hake aufgehakt jetzt. Und ja, dann stelle ich gleich den Rasensprenger an, wenn ich hier soweit bin, und guck mal, wenn ich die eine Seite auf ganz breit stelle, ob der auch noch die Seite sprengt und noch weiter rüber. Das gucken wir mal. Und die eine andere Seite, die lasse ich einfach so auf diese schmale Stellung. Ich gucke mal, ob das funktioniert oder nicht. Ich habe auch gesehen, im Internet gibt es schon einen Test dafür, oder Vorstellung richtig und so, und der beste Rasensprenger, den es gibt oder so. Keine Ahnung. Danach habe ich nein, den nicht ausgesucht. Ich habe bin im Baumarkt gefahren, habe geguckt. Ja. Und den kann man halt in der Breite und in der Länge einstellen. Und das war mir eigentlich relativ wichtig, weil ich will ja nur den Garten hier sprengen und nicht
alles andere, was nicht soll. So, das so dazu. Und dann würde ich sagen, kann ich hier auch nochmal zeigen. Ne, das ist halt Display. Das ist halt, ne, der Kohlrabi. Ne, und hier steht das alles so drauf. Gut. Könnt ihr sonst mal auf Stopp drücken, wenn das lesbar ist. Ich glaube, die Linsen sind ein bisschen dreckig. Ja, hier steht Saattiefe 0,5 bis 1 cm. Und ja, wie will ich das jetzt machen? Ich habe mir gedacht, ob das jetzt so funktioniert, weiß ich nicht. Ich lege da einfach die Saatkörner drauf auf diese Saat. Ich weiß gar nicht. Universalerde, Bioerde, das ist so Pflanzerde, soll das glaube ich so sein. Und ja, da setze ich das so rauf und dann mache ich halt die Rinne so ein bisschen wieder zu und halt da so ein bisschen Erde rüber. Und dann denke ich mal, klappt das? Wenn nicht, dann nicht. Wenn doch, ist auch gut. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Hier sind 150 Pflanzen drin und ich weiß nicht, wie viele das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, wenn ich mich nicht verzählt habe. 2 mal 13 sind 26 Pflanzen. Auf jeden Fall können wir da noch mit einiges machen. Ja. Wenn das früher schon fertig sind, welche, dann kann man die ja nochmal dazu sehen. Wenn nicht, ja, probieren wir einfach mal aus. Das verstanden hat. Ich habe das ja jetzt so ein bisschen raufgelegt und ein bisschen dann so festgedrückt einfach. So ein bisschen was rüber gemacht. Und ne, dann habe ich jetzt, ne, damit dann nicht so eine ja, bisschen die, ja, die Reihen wieder zugemacht. Ja, ich weiß, es gibt halt so eine Sämaschine wirklich dafür. Bin ich auch am überlegen, ob ich mir die mal hole. Weil das ist wirklich hier Fummelkram hier. Das sind ne, so kleine Kügelchen. Und die, ja gut, wenn man ein bisschen was Kleines hat, geht das. Hier das ging auch noch, aber ja, ist modsmäßige Arbeit. ja, es geht noch. Ne? Aber was ich zum Herbst hin vorhab, wird das schon ein bisschen mühsam, das alles so zu machen. Mal so ein bisschen schon als Teaser. Ja, ich hoffe, dass die jetzt nicht zu tief drin sind. Eigentlich dürfte das nicht sein. Vielleicht sind die jetzt 1,5 cm tief. Aber das kann man halt so nicht. Mit einem kann man das nicht so machen. Wie man das machen. Zollstock geht auch nicht so ganz. Also geht auch nicht so gut. Da vor ihm, ja, dann muss man lange nicht rumlabern. Der hat sowieso schon geguckt. Ja, weil wir sehr landlebend sind hier oder sehr naturbelassen hier ist. Die eine oder anderen Blocks, da kann man das eigentlich ganz gut sehen, dass das hier sehr
grün ist, sagen wir mal so, und dann wird das auch oft als Spaziergangweg oder auch als Radfahrweg genommen. Und ja, ja, das also dazu. Ja, probieren wir jetzt mal aus, ob das so klappt oder nicht klappt. Ich nehme die hier jetzt einfach mal mit. Achso, ich wollte ja noch mal umschalten hier. Das kann ich euch auch noch mal zeigen. Und außerdem haben wir es jetzt gerade Sonntag. Ich weiß nicht, muss ich das beweisen? Wenn ihr das wirklich mal sehen wollt, dann ja, mache ich das entweder unten rein oder ja, wie auch immer. So, hier haben wir links und rechts halt ne, so Rädelchen. Und da ist auch so eine Anzeige, weiter auseinander, nicht so weit auseinander. Und mit diesen hier kann man halt diesen Pendler hier machen. So. Und ich stelle den hier jetzt mal auf ganz breit. Ups. So. Ich weiß auch gar nicht, ob man das so gesehen hat. Ja, wenn ihr auf diese Seite hier achtet. Na, ich weiß gar nicht, ob man das so sehen kann. Ja, doch, kann man sehen. So. Dann wird das jetzt ganz breit gestellt. Und ja. Dann würde ich sagen, mache ich mal das an. Das an. Den Rasenspringer an und dann ziehen wir weiter. Ich habe hier so eine kleine Änderung hier gemacht. Wir haben jetzt einen Schlauch nach unten gelegt, oder das ist halt der alte, der ist noch schon ein bisschen kaputt und so. Der liegt jetzt nach unten, sieht man hier so, gut. Den hier muss man eigentlich mal ein bisschen woanders hinlegen, der hat schon Knick hier. So, der liegt, ich weiß nicht, ob man den gelben Schloss sehen kann, der liegt nach unten zur Wiese, damit da die Pferde Wasser kriegen können. Aber wir haben ja noch hier, den hatte ich ja auch mal besorgt, diesen orangen, der liegt ja jetzt nach hinten, ob man das so sehen kann. Und ja, ich hatte ja so eine Verbindung, normale so eine Verbindung, da ist der ja Schlauchreparatur, aber halt so eine Schlauchverlängerung, nenne ich das jetzt mal. Und das ist ja immer doof, die mal an- und abzuschrauben. Dann gibt es ja diese Nupsels hier, die man auch eigentlich an den Wasserschlauch anbinden kann, also anbringen kann. Und ja, das sind ja zwei verschiedene hier, ne, Systeme. Aber beide von derselben Firma, also das ist so ein bisschen gummimäßiger und ein bisschen, ich weiß nicht, fühlt sich stabiler an als das hier. Ja, und hier zwischen ist halt so ein, dieser Hahnverbindung, sag ich mal so, ne? Und jetzt kann man den immer, jetzt kann ich es nicht machen, weil ich habe den schon angemacht. Ja, kann man den auseinandernehmen und dann halt wieder so zusammenstecken, ist ja einfacher als mit dieser, ja, immer auseinanderschrauben und so, das. Dafür ist es ja nicht gemacht. Und habe ich gedacht, probierst du es jetzt aus. Ja. Aber wie ich es sehen kann, schon reicht das irgendwie nicht. Doch so ein bisschen schon. Ich drehe meins. Und ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Also er springt auch bis hier hinten hin. Ja, also bis hierhin wird es feucht. Ja, und das andere halt nicht. Gut, das ist dann halt so. Ups. Ja, er kann ja nicht breiter streuen. Dann hätte ich den weiter hier rüber machen müssen. Also den allgemein weiter hier rüber stellen müssen. Und dann die andere Seite auch weiter einstellen müssen. Ja, dann hätte er seine... Also ein breiteres, ich sag mal so, Gießbild. Nicht Streubild, sondern Gießbild. Ich weiß nicht, kann man glaube ich hier, von hier aus ganz gut sehen, ne? Da laufen die ziemlich dicht zusammen. Und da gehen sie halt weiter auseinander. Aber ja, was meine Bedenken so war, oder, ja, waren, sind, dass er hier weniger, ja, bewässert. Wird wahrscheinlich auch so sein, ne? Aber ja. Gucken wir mal, lassen wir mal laufen. Und ja. Der Boden ist feucht, ja. Also
feucht, nicht nass, aber ja, es hat auch heute geregnet. Heute war auch ein bisschen Unwetter heute Morgen. Was heißt Unwetter? Also Gewitter. Es juckt. Wir haben es jetzt 18.12 Uhr. Und Dreck auf der Linse. Ich hoffe, das war jetzt nicht lang genug. Ansonsten, also wenn es zu lang war, achso, ich muss da ja nochmal rein. Wenn es lang genug ist, dann kommt das hier schon früher raus. Und wenn nicht, kommt das auch auf den Samstag. Das werdet ihr aber sehen. Und ja. Livestream könnte man hier machen. Mit einem Tablet. Würde ich mal ausprobieren. Auf Twitch. Ich weiß, das ist wieder eine neue Plattform. Vielleicht auch, wenn ihr möchtet, probiert das einfach mal auf YouTube einmal. Aber auf YouTube möchte ich ganz gerne nicht so viel live sein, weil irgendwie finde ich das nicht so schön. Ja. Wie gesagt, probiere ich vielleicht, wenn ihr es unbedingt möchtet. Aber wer zum Beispiel Amazon und Amazon Prime hat, dann würde ich mir auch Amazon Prime holen. Weil da mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung für Twitch und auch für meinen Kanal dann. Wenn ihr das nämlich habt, könnte man so Watch Parties heißt das. Dann könnte man zusammen Videos gucken oder Serien gucken. Nicht Videos, sondern Serien, Filme gucken und dann ja gemeinsam gucken. Wie im Kino halt so, ne? Und ihr guckt das bei euch und dann. Ja, wie das Ganze genau ist, weiß ich gar nicht. Also ihr guckt das bei euch offen. Weiß nicht, Fernsehen kann man es auch irgendwie machen. Auf dem Laptop oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das auch auf dem Tablet geht. Also auf jeden Fall auf dem Browser funktioniert das. Und ich gucke das dann bei mir und ja. Ihr könnt zwar nur schreiben oder über Discord kann man sich dann vielleicht verbinden. Mal sehen. Und je nachdem, was das für Videos sind oder Filme. Und ja, dann kann man sich halt, ja. Eigentlich ist man ja ruhig, wie im Kino auch, und dann könnte man halt sich gemeinsam einen Film angucken und vielleicht danach halt ein bisschen diskutieren, ne? Was fand man jetzt gut, was fand man schlecht oder wie auch immer, ne? Das könnte man machen, wenn man halt Prime hat. Ich habe kein Prime, aber dann werde ich, ne, wenn da Interesse für besteht, werde ich dann auch mal Prime holen. Ich sag mal so, dann eher zum Winter hin, zur schlechten Jahreszeit. Weil jetzt ist auch ein bisschen warm dann, ne, dann will man auch nicht unbedingt irgendwo groß oder artig rumsitzen, obwohl würde sich ja auch vielleicht anbieten. Müssen wir mal gucken. Ja, weil ist auch wieder eine Kostenfrage. Ja, wie gesagt, live, dann würde ich mal live auch mal gehen, vielleicht ab und zu sonst. Vielleicht ab und zu, aber das wird dann so eher hier so Videos geben, ne, so im Garten hier so. Und ja, vielleicht ab und zu mal, aber dann halt, weil sonst müsste ich mein OBS-Programm wieder umändern auf YouTube und das ist mir doch ein bisschen zu kompliziert, wenn ich mal ja, auf Twitch was machen möchte. Also ja, vielleicht das ein oder andere, vielleicht testen wir mal und dann werden wir sehen. Ja, könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, live auf YouTube mal ja. Vielleicht wird das auch wieder mal öfters, je nachdem, wie gut das wieder angenommen wird. Aber dann wird das eher so ein bisschen unprofessioneller. Mal sehen, vielleicht. Wir gucken dann mal, was es, ja, was die Zeit so gibt. Weil der eine oder andere hat auch schon mal gefragt. Ich bin ja noch nicht irgendwo unter Vertrag. Vielleicht mache ich das doch im Wechsel oder. Man könnte es auch doppelt laufen lassen irgendwie, aber mal sehen. Sehen wir, also ja, wenn live Interesse gibt, auf jeden Fall möchte ich das auf jeden Fall einmal ausprobieren und ja. Dann würde ich sagen, ist das Video auch wahrscheinlich lang genug und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.